Wir von Timeline Hunsrück haben heute Abend einen ganz besonderen Gast, den Herr Benjamin Hilger. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Hallo. Herr Hilger, möchten Sie uns mal ein bisschen was über sich erzählen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Benjamin Hilger, bin Pressesprecher der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, bin 38 Jahre alt und wohne auch im schönen Landkreis Bad Kreuznach in Warmsroth, in der Nähe von Stromberg. Und wie sind Sie denn zu der Position gekommen? Ja, ich war bei der Kreisverwaltung beschäftigt. Schon seit 2014 bin ich dort beschäftigt, zunächst im Jobcenter in Bad Kreuznach und habe seit vielen Jahren nebenberuflich für eine Tageszeitung als Reporter gearbeitet. Und auf dem Wege kam es dann auch so, dass die Landrätin des Landkreises Bad Kreuznach auf mich zukam, gesagt hat, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, diese Position zu übernehmen. Und ja, das habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Das ist ein hochinteressanter Aufgabenbereich, sehr, sehr vielseitig und vor allen Dingen abwechslungsreich. Also es macht Ihnen Spaß? Sehr großen, jawohl. Und Sie leben ja auf dem Land. Fühlen Sie sich wohl? Was sind so die Vorzüge? Wie entspannen Sie zu Hause? Ja, Entspannung ist für mich, speziell in meinem Heimatort, auf der einen Seite 5 Minuten zu brauchen, bis ich mitten im Wald stehe, auf der anderen Seite aber auch 2 Minuten mit dem Auto auf die Autobahn zu brauchen. Nur. Also mir ist die Mobilität auf der einen Seite sehr wichtig, die im ländlichen Bereich natürlich in erster Linie im Individualverkehr sich abbildet, aber auch auf der anderen Seite das Natürliche, also sprich das Gefühl Heimat, die Natur als solches greifen zu können und auch erleben zu können, ohne dafür beide Strecken auf mich nehmen zu müssen. Absolut. Und jetzt haben wir noch so kurze Fragen an Sie. Hund oder Katze? Ich bin gegen Katzen allergisch, von daher ist es relativ eindeutig der Hund. Und Bier oder Wein? Geht beides. Und jetzt so im Lockdown Light eher ein Buch lesen oder Netflixen? PlayStation. Ah, gut. Herr Hilger, vielen lieben Dank und einen schönen Abend noch und bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Danke.